Happy Birthday ist im Moment der Hit Nummer 1 in der Bayern-Kabine. Douglas Costa feiert heute nach Thomas Müller gestern seinen 25. Da ist der Brasilianer gerade in bester September-Gesellschaft. Los ging es ja am 2. mit Javi, einen Tag danach Jerome. Am 7. war Rafinha dran, der 13. gehörte Thomas und heute am 14. Also Douglas, alles Gute, junger Mann. 5 Profis innerhalb von weniger als 2 Wochen im September. Da liegt nur noch der gesamte März mit 6 Geburtstagen zahlenmäßig vorne. So, dann zum Sportlichen. Die Vorbereitungen für den Champions-League-Auftakt am Mittwoch bei Olympiakos Piräus laufen auf Hochtouren. Auf dem Platz und beim Team dahinter. Es ist schließlich das erste Aufeinandertreffen in der Champions League zwischen den beiden Teams, bei dem Mario Götze wohl wieder dabei sein wird. Seine leichten muskulären Probleme sind abgeklungen und Mario wieder voll dabei. Jetzt geht die Saison schließlich richtig los. Ich glaube, wir freuen uns alle, dass es wieder losgeht. Diese Abendspiele in der Champions League, das ist was Besonderes. Sollte man genießen. Und wir haben ein erstes Auswärtsspiel, was wichtig ist, und wollen gut starten. Das ist eine gute Mannschaft, haben gute Einzelspieler in der Offensive, konterstark auch und sind sehr aggressiv. Wir können uns nicht beschweren. Da gibt es andere Gruppen, wo es, glaube ich, härter ist. Ja. Wir müssen einfach an unsere zweite Halbzeit anknüpfen, vom Passtempo her und von unserer Entschlossenheit. Und psychologisch ist so ein Champions League-Spiel Mittwochabend vor guter Kulisse immer leichter als jetzt nach einer Länderspielpause ein Bundesliga-Heimspiel vielleicht gegen Augsburg. Und deswegen die große Bühne. Champions League ist meistens leichter zu bespielen, sage ich mal. Heute bereiten wir uns auf das Spiel vor, entwickeln die Taktik und Strategie und gehen alle erdenklichen Szenarien durch. Ich freue mich schon auf die Atmosphäre. Es macht immer Spaß, in Griechenland zu spielen, weil die Zuschauer sehr intensiv mitgehen. Ich glaube, es wird ein schweres Spiel für uns, aber auch ein gutes. Sie haben unter anderem Botia in der Abwehr und Dominguez im Angriff und generell viele gute Spieler. Der FC Bayern gewann seine letzten 11 Auftaktspiele in die Champions League allesamt. Aber Achtung, Olympiakos ging in den letzten 6 Heimspielen in der Königsklasse als Sieger vom Platz. Mit 33 Toren hatten die Bayern in der vergangenen Saison den besten Angriff und stellten damit einen neuen Vereinsrekord für diesen Wettbewerb auf. Die Partie in Piräus ist das 200. Champions League-Spiel für die Münchner. Manuel Neuer steht vor seinem 50. Einsatz. Na dann, am späten Vormittag morgen hebt die Mannschaft ab. Unsere News kommen dann am Nachmittag aus Athen.